B1.0. Die Parabel P hat eine Gleichung der Form y ist gleich 0,25x² plus bx plus c mit g gleich a Kreuz r und b c Element r. Die x-Koordinate der Schnittpunkte der Parabel P mit der x-Achse sind 2 und 6. Die Gerade g hat die Gleichung y gleich 0,25x minus 4 mit g gleich a Kreuz r. Runden Sie im Folgenden auf zwei Stellen nach dem Komma. B1.1. Zeigen Sie durch Berechnung der Werte für b und c, dass die Parabel P die Gleichung y ist gleich 0,25x² minus 2x plus 3 hat. Zeichnen Sie die Parabel P und die Gerade G für x-Elementen minus 2 bis 10 in ein Koordinatensystem. Und für die Zeichnung gilt Längeneinheit 1 cm und minus 3 kleiner x kleiner 11 bzw. minus 5 kleiner gleich y kleiner gleich 9. So, fangen wir an. Zuerst muss eine Parabelgleichung aufgestellt werden. Also man muss überprüfen, ob die Parabel P die Gleichung 0,25x² minus 2x plus 3 hat. So, dafür müssen wir auch gucken, was wir gegeben haben. Es gibt drei Möglichkeiten, eine Parabelgleichung aufzustellen. Zwei davon funktionieren mit dem Scheitelpunkt, also bleibt eigentlich nur die dritte übrig. Nämlich, dass zwei Punkte der Parabel gegeben sind und man die jeweils in zweimal hier in diese vorgegebene Gleichung einsetzen muss. So, jetzt ist natürlich die Frage, welche zwei Punkte sind gegeben? Und die haben wir hier. Schnittpunkte der Parabel P mit der x-Achse sind 2 und 6. Also, wenn man es so als kleine Zeichnung macht, das ist meine Parabel, das ist die x-Achse, dann kriege ich hier zwei Schnittpunkte, einmal hier bei x gleich 2 und einmal hier bei x gleich 6. Und das Wichtige daran zu denken ist halt, Schnittpunkte mit der x-Achse heißt, der y-Wert ist 0. Folglich haben meine Punkte folgende Koordinaten, 2, 0 und 6, 0. So, damit habe ich die zwei Punkte, setze ich jeweils die x-Koordinate für x und die y-Koordinate für y ein und mache das mit dem Punkt Q genauso. Dann kriege ich für die erste Gleichung 0 ist gleich 0,25x² plus, ja, x wollte ich ersetzen, also mal 2 Quadrat plus b mal 2 plus c. Und in der zweiten Gleichung die Koordinaten von q. Also 0 ist gleich 0,25 mal 6 Quadrat plus b mal 6 plus c. So, vereinfache ich beide Gleichungen. 0,25 mal 2 Quadrat ist nichts anderes als 1. Und dann heißt es hier 1 plus 2b plus c. Und 0,25 mal 6 Quadrat sind 9. Also 9 plus 6b plus c. Dann haben wir die Vereinfachung. So, jetzt formen wir diese Gleichung so um, dass am Schluss das c alleine auf der rechten Seite übrig bleibt, damit wir über das Gleichsetzungsverfahren dieses lineare Gleichungssystem lösen können. Es gibt natürlich noch viele andere Möglichkeiten, dieses LGS zu lösen. Zum Beispiel ja, mit Hilfe vom Taschenrechner, Einsetzverfahren, Additionsverfahren und so weiter. Ich nehme das Gleichsetzungsverfahren, weil das ist eigentlich am gängigsten und man kommt damit immer auf gute Ergebnisse. So, also wie gesagt, ich forme die Gleichungen so um, dass das c alleine hier auf der rechten Seite steht und der komplette Rest auf der linken Seite. Dazu muss ich natürlich eine Strichumformung machen. Plus 1 wird mit minus 1 rübergebracht und plus 2b muss ich mit minus 2b auf die linke Seite bringen und das gleiche mache ich mit der zweiten Gleichung auch. Also minus 9 und minus 6b. Dann heißt die linke Abschnitt minus 1 minus 2b ist gleich c. Und hier minus 9 minus 6b ist gleich c. So, man hätte hier auch nach b auflösen können, dann hätten wir jetzt halt hier noch teilen müssen. Deswegen ist es ratsamer, gleich nach c aufzulösen. Gut, setzen wir gleich. Dann folgt daraus, minus 1 minus 2b, also dieser Teil hier, ist gleich minus 9 minus 6b.
Dann forme ich die gleiche Gleichung so um, dass ich auf der linken Seite alle Zahlen mit b sammle, auf der rechten Seite alle Zahlen ohne b. Das heißt, ich rechne plus 6b, um diesen Teil hier auf die linke Seite zu bringen, und plus 1, um diese Zahl nach rechts zu bringen. Ja, minus 2b plus 6b sind 4b und minus 9 plus 1 sind minus 8. So, dann teile ich jetzt durch den Zahlfaktor vb, also geteilt durch 4, und dann bleibt übrig, b ist gleich minus 2. So, dieses b setze ich jetzt in eine von meinen beiden Gleichungen ein. Das ist vollkommen egal, in welche. Ich suche mir die einfachere raus und das ist die erste. Dann heißt die erste minus 1 minus 2 mal minus 2 ist gleich c. So, das vereinfache ich jetzt noch. Erst Punkt vor Strich. Minus mal Minus ist Plus. 2 mal 2 ist 4. Also heißt es minus 1 plus 4. Und das ist 3. So, und ich schreibe jetzt nochmal als Gleichung auf. Y ist gleich 0,25x². Ja, kann ich ja gleich einsetzen. B jetzt minus 2, also minus 2x plus 3. Damit haben wir den ersten Teil bewiesen, nämlich dass die Parabel folgende Gleichung hat. So, jetzt heißt sie oben weiter. Zeichnen Sie die Parabel g, p und die Gerade g für x-Element minus 2 bis 10 in ein Koordinatensystem. Also gehen wir jetzt ans Koordinatensystem zeichnen. Hier ist die Größe des Koordinatensystems angegeben, also auch genügend Platz lassen. So, in x-Richtung haben wir von minus 3 bis 9. Das ziehe ich jetzt einfach mal auf. Und in y-Richtung sollte es, glaube ich, bis minus 5. Bis 11 auf x-Richtung und y war es plus 9 in der y-Richtung. Also plus 9 nach oben. Ja, das sollte auf jeden Fall reichen. So, dann geht es dann, die Parabel einzuzeichnen. Dafür müssten wir jetzt theoretisch die Parabelgleichung hernehmen und für jeden x-Wert einmal den zugehörigen y-Wert ausrechnen. Allerdings, wenn man hier einen Taschenrechner zur Verfügung hat, der auch die Tabellenfunktion beherrscht, geht es natürlich um einiges schneller. Wir benutzen dafür mal den Sharp Graphing Calculator, also die Software dazu. Und da geht es wie folgt, man tippt bei y ist gleich die Parabelgleichung ein, also 0,25x² minus 2x plus 3. Dann klickt man auf den Knopf Table, der ist hier zu finden, und dann kann man hier einfach alle Punkte ablesen, die man braucht. Die Aufgabe heißt, man soll von minus 2 bis 10 zeichnen. Wir haben hier jetzt einfach die entsprechenden Koordinaten, die man ins Koordinatensystem überträgt. Also fangen wir an. Die erste Koordinate war minus 2 und 8. Dann haben wir minus 1, 5,25, 0, 3, 1, 1,25, dann 2, 0, das wissen wir aus der Aufgabe oben, 3, minus 0,75, 4 minus 1
Jetzt merkt man schon hier, beim 5er geht es wieder nach oben. Das heißt, hier kann man jetzt auch die Symmetrie nutzen und dementsprechend einfach ja, die Punkte einzeichnen. Und hier wieder auf 8. Jawohl. So, jetzt noch möglichst rund verbinden. Immer Herausforderungen auf dem PC, das möglichst schön zu machen, ohne Ecken und Dellen. So, dann sieht die Parabel ungefähr so aus. So, als zweiten Schritt brauchen wir noch die Gerade. Da haben wir oben die Geradengleichung gegeben. Schauen wir nochmal nach, wie sie heißt. Nehmen hier 0,25x minus 4. Ich schreibe jetzt mir hier unten gleich nochmal hin. Y ist gleich 0,25x minus 4. So, dann kann ich es jetzt eintragen. So, ich fange mit dem Y-Achsenabschnitt an. Das ist einfach die Zahl, die hinten dran steht. Bei minus 4 schneidet sie die Y-Achse. Also hier. Dann ist die Steigung hier vorne angegeben. Der Teil. Also 0,25x. Also kann man einfach hergehen und sagen, wenn ich 1 nach rechts gehe, geht es 0,25 nach oben. Oder dementsprechend, wenn ich 2 nach rechts gehe, geht es 2 mal 0,25 nach oben, also um ein halbes. So, dann kann ich das dementsprechend einzeichnen. Korrigieren. Und hier ist mal so. Und dann kriege ich hier die Gerade G und hier die Parabel P. So, damit wäre die erste Aufgabe erledigt.